praktische Anwendung zum exponentiellen Zerfall. Und das ist jetzt wichtig mit dem Schmäh. Paul, kannst du erinnern, wie ich über die Stromkostenrechnung rede? Ja, klar. Das ist genauso ein Thema, wo ich mir in Zukunft zigtausende Euro sparen kann. Wann ich das verstanden? Eine Anwendung, eine praktische für exponentielle Zerfall, ist das Thema. Begriff kennst du, kennen wir alle? Ja, die Frage, was kann ich damit machen? Das ist nämlich ein sehr wichtiges Thema. So, grundsätzlich gibt es drei Methoden, um Inflationsoptikus, kann man kurz sagen, Geldentwertung. Grundsätzlich sage ich es vielleicht nicht mehr so, das ist auch eine Sache, was in der Schule nicht gelernt wird, wenn man sollte die Leistungen nicht draufkommen und überlegen und ja, ich sollte keinen praktischen Nutzen haben. Ich habe bei der Stromkostenrechnung, da ist ein gewaltiger Unterschied. Haben wir gesagt, manche haben gesagt, da ist ein kleines Auto drinnen, wenn ich mir das berücksichtige. Milliarden. Habe ich gekauft. So, was heißt exponentieller Zerfall? Grundsätzlich, das heißt, wenn ich zum Beispiel, jetzt sage ich jetzt einmal, ich habe jetzt quasi, so wurscht, ich mit der Währung und eine bestimmte, sage ich jetzt einmal, Zeit, ja, dann passiert Folgendes, dass ein Dollar oder ein Euro immer weniger wert wird. Das ist exponentieller Zerfall. Das heißt, so wie es grundsätzlich die Geldentwertung passiert im exponentiellen Zerfall und das ist wichtig, dass ich es verstehe. Und dann kann man wirklich mal viel Sachen sparen. So, es gibt jetzt drei Möglichkeiten, also grundsätzlich, was ist eine Inflation? Das ist ganz leicht, wie entsteht es? So. Es ist eine Gleichung. Auf der einen Seite habe ich zum Beispiel, sage jetzt einmal, meine ganzen Waren. Ja. Waren und Dienstleistungen und alles Mögliche. Und auf der anderen Seite habe ich mein Geld. Okay? So, das ist ein Bock. Okay? Ich halte es im Gleichgewicht. Ja? Das heißt, die Summe aller Waren und Dienstleistungen soll so viel wert sein wie das Geld, was im Umlauf ist. So, okay. Was passiert jetzt? Was passiert jetzt zum Beispiel? Es vergeht ein Jahr und in dem Jahr ist die Wirtschaft ziemlich schwach und es wird quasi statt nur mit Hälfte produziert, aber ich habe die gleiche Geldmenge jetzt im Umlauf. Ja? Und das soll ja eine Gleichung sein. Vorher hat der Heisel 2 Geldeinheiten gekostet. Ja? Und im Endeffekt, aber jetzt habe ich die gleiche Geldmenge, was kostet jetzt der Halbheisel? Hälfte oder umgekehrt, wenn ich sage, die Gleichung, ich möchte das wieder durch ein ganzes heißen. Wie viele Geldeinheiten brauche ich da drüben, dass die Gleichung passt? Ein halbes Heisel 2, ein ganzes Heisel kostet dann 4. Okay. Das heißt, dass die Gleichung passt, muss die Geldmenge, was im Umlauf sein, ist und gerade alle Güter und Dienstleistungen gleich sein. So, wie groß ist die Inflation in dem Fall? Vorher hat Heisel so viel kostet, jetzt kostet Heisel. Das ist doppelte Inflationsrate. Das heißt so, grundsätzlich die Summe aller Dienstleistungen und Waren können wir jetzt zum Beispiel mit dem sogenannten Warenkorb bestimmen. Ja? So. Der Warenkorb ist ein virtuell, das heißt, das ist das Statistische Zentralamt für Märchen. Und da sagt man zum Beispiel, der Verbraucherpreisindex ist zum Beispiel 1,4%. Ja? Da kann man individuell quasi in den Warenkorb Sachen reintun und auszutun. Wenn es dort was Billigeres gibt in Kass wie da, dann nehme ich es für dort. Das heißt, ich kann die Warenkorb sehr schnell manipulieren. Okay? Das heißt im Endeffekt, dass jetzt das Heisel um 1,4% gegenüber vorher teuer geworden ist. Ja? Das ist ein relativ, man nennt es ein Verbraucherpreisindex, das heißt, man ist zum Beispiel 1,4% Inflation. Jetzt rechnen wir mit der offiziellen. Das heißt, das ist quasi offiziell. Min virtuellen Warenkorb. Und indem ich da beliebig aus- und einbauen kann, ist das manipulierbar, das System? Natürlich ist es manipulierbar. Das heißt, ich kann die Inflationsrate mit den Arbeitslosenzahlen sehr gut manipulieren, darum machen wir es auch. So, und es gilt jetzt quasi, so willst du damit, das Kapital nach einer bestimmten Zeit ist das K0
mal 1,4% Inflation, was ja realistisch ist, was offiziell ist. Wie lautet das im Endeffekt? 1,14. Aufpassen, ihr könnt es voll. Das heißt, mal 0,986, oder? Hoch n, oder? Zur Falschgesetz. So, was heißt zum Beispiel, sage ich irgendein Sparbüchel oder wie auch immer, oder irgendein Geld, wohin? Zinsen kriege ich im Grunde genommen überhaupt kein mehr. Was war denn zum Beispiel interessant, wann ist denn mein Geld nur mit Hälfte wert? Also wie 0,25 und 0,1% Zinsen Sparbuch kannst du vergessen. Das mag das gerade nicht weg. Wenn man 0,1% Zinsen kriegt, aber Inflation sind 1,4%, dann bleiben trotzdem 1,3%. So, das ist eine ganz wichtige Geschichte. Das heißt, ich möchte jetzt wissen, ich könnte jetzt sagen, okay, wann ist das die Hälfte? Wie groß ist denn dann dieses KN? Wenn ich Geld einfach wo liegen lasse, von der Bank, Sperr oder wie immer, wann ist es nur mit der Hälfte wert bei einer offiziellen Inflation von 1,4%? Wie groß ist denn dann die Ausgangsmenge da bei der Arbeitszeit? K durch 2. Genau, also K0, die Anfangskapital, was ich investiert habe, durch 2, ist gleich K0 mal 0,986 hoch Tau. Ich hätte wieder wissen, so K0 kürzt sich wieder aus, 0,5 ist gleich 0,986 hoch Tau. Was brauche ich jetzt in der Rechenoperation? Genau, LN. So. LN 0,5 ist gleich Tau mal LN 0,986. So, dann dividiere ich durch was? Durch LN 0,986. Okay. Kriege ich die Halbwertszeit, wann hat quasi bei offiziellen Inflationsrate, sage ich, das Geld nicht mehr halben Wert, was kriegt für Zahl? 49,16. Okay, also ungefähr, sage ich jetzt einmal, sage ich 50 Jahre. Ja, das klingt ja gut. Ja, also das ist nicht, das tut nicht weh. Das ist nicht viel. Und ich, wenn ich irgendetwas vererbe über Generationen, dann sage ich nach 50 Jahren, alle 50 Jahre nach der offiziellen, verliert das Geld in Hälfte an Wert. Okay? So, wir wissen aber in Wirklichkeit, dass die offizielle nicht so ganz stimmt. Eine Frage darum. Okay. So, offiziell ist ein bisschen inoffiziell. So, dann gibt es quasi die zweite Möglichkeit. Wie nennt man denn den Wert oder Waren und Dienstleistungen? Wie nennt man das? Gibt es einen Begriff in der Wirtschaft? Das BIP. Bruttoinlandsprodukt. Ja. Und ich kann jetzt sagen, wie hat sich das BIP im Vorjahr verändert? Okay. Da gibt es ja offizielle Statistiken weltweit, EU-weit. Und ich vergleiche jetzt auf der anderen Seite, wie groß hat sich die Geldmenge verändert. Man nennt das M3. Das heißt, die ganze EU muss diese Zahlen offenlegen. Das heißt, wenn ich solche Geldmenge um 10% verändert habe, wie viel Buchgeld ist das computergenerierte Geld und Bargeld ist jetzt mehr im Umlauf gegenüber Vorjahr. Wenn es um 10% vermehrt hat, die Geldmenge, wie viel mehr Geld ist jetzt im Umlauf? Wie viel Prozent mehr? 10% 10% mehr Geld ist gedruckt worden. Wie viel Geld ist jetzt mehr im Umlauf gegenüber Vorjahr? 10% mehr. Ja? Das heißt, man kann ja quasi, so wie es damit ist, aus der Böll, das muss ja die EZB, die Europäische Zentralbank, bekannt geben, wie viel Geld das jetzt kreiert hat. Und es gibt eine Tabelle, wo ich nachschaue, EU-weit, zum Beispiel, wenn ich sage, das durchschnittliche im EU-Raum ist zum Beispiel jetzt plus 0,3% im EU-Raum gestiegen, wie man vorher war. Und jetzt kann ich in der Böll nachschauen, wie viel ist die Geldmenge mehr geworden, das muss offengelegt werden. Bilanzen de facto der ARBT. Mit solchen Zahlen, da muss das geht, das kann man genau, da kann ich nicht tücken und föschen, da kann ich nicht einfach manipulieren. Das heißt, wenn so und so viel Geld im Umlauf ist, muss das am Cent genau. Und dann auf der anderen Seite steht zum Beispiel 5%. Das heißt, im Endeffekt habe ich das BIP
Das heißt, im Endeffekt, die Güter sind fast nicht gewachsen, aber da ist die Menge mehr. Wie groß ist denn dann die Inflation? Das ist ein Ungleichgewicht. Wie groß ist das Ungleichgewicht zwischen den zwei Zahlen? 4,7. Genau. Das heißt, ich habe dann quasi Inflation. Sind 4,7%. Und jetzt rechnen wir dieselbe Geschichte mit einer Inflation, das ist ja schon realistischer, weil das ist ja offenkundig, das heißt, wer schaut das nach, kann man im Internet sofort nachschauen, dass die tatsächliche Inflation laut BIP-Wachstum und Geldmengenwachstum 4,7%. Und jetzt rechnen wir dasselbe aus. So, es gibt jetzt K von N, ist echt K 0 mal 4,7% weniger, frage ich so. 5,3, oder? Ja, 5,3, genau. Stimmt das? Ja, stimmt. Nein, 0,9. 0,953, glaube ich, oder? 5,3, stimmt. Ja, hoch n. So. Wir wissen vorher, wie wir die Halbwertszeit berechnet haben. Es gilt die Tau ist gleich ln 0,5 durch ln von 0,953 Halbwertszeit. Ich nehme jetzt schon die fertige Formel. Kannst du bitte ausrechnen? Ungefähr 14, also wurscht, 4 Jahre. So, das heißt, ich lege jetzt 10.000 Euro auf ein Sparbuch mit der Fixverzinsung, ja, wie es oft war. Wann haben die 10.000 Euro noch die Hälfte wert? Das sind 10.000 Euro, mit ein paar Zinsen. Aber um die 10.000 Euro kriege ich jetzt nur noch 14 Jahre. Vorher habe ich 10.000 Euro einen Blumenstock gekauft. Und nach 14 Jahren muss ich mit demselben Blumenstock wie bezahlen? Im Endeffekt doppelte, ja. Das heißt, ich muss doppelte zahlen. Das heißt, ich habe aber nur 10.000 mit ein paar kleinen Prozent als Buchteile Zinsen. Im Endeffekt habe ich eigentlich über das Geld 10 Jahre auf der Bank liegen lassen, 14 Jahre auf der Bank liegen lassen. Wie viel haben wir die Säcke gehabt? Ohne dass es mitkriegt? Die Hälfte. Ja. Somit ist jede Lebensversicherung, jedes Sparbuch der riesengreiste Betrug. Ne? Weil eigentlich die tatsächliche Inflation, wenn ich jetzt sage, wie viel Prozent muss ich sagen, ich bringe euch 10.000 Euro, wie viel Prozent kriege ich, wenn es gut ist, vielleicht 0,8 oder was. Das macht uns gerade nicht mehr fett. Ne? Das heißt, mit Inflation ist eine der bösesten Steuern überhaupt, das schleichen diese, ich kriege es nicht mit. Weil nach 14 Jahren, das ist nach 14 Jahren bereits, das ist ja keine lange Zeit, hat jetzt mein Geld das Hälfte verloren. So, die Frage ist natürlich jetzt, wenn ich jetzt, also ich kann eh nichts dafür, die großen Banken machen ja was wollen, aber die Frage ist, wie entsteht eine Geldmenge? Wie entsteht eine Geldmenge? Das ist wichtig gesagt, dass man es versteht, so lernt man nicht in der Schule, so ist es verboten in der Schulferne. Ja. Aber das ist wichtig, ja. Wie entsteht eine Geldmenge? Wie kann eine Bank zum Beispiel auf Knopfdruck aus 1000 Euro 10.000 Euro machen? Oder aus 1000 Euro braucht dann 1000 Euro? Aktien. So, wenn du zur Bank gehst, ja, und du sagst, du gibst der Bank 5.000 Euro. Bank tut das quasi ihrem Bilanzkonto wie viel eintragen? Wie viel Euro tragt es ein? Aha. So, und die Bank hat eine Eigenkapitalquote von 3% oder 2%. Das heißt, für 5.000 darfst du wie viel machen? Du hast zum Beispiel eine Eigenkapitalquote von 2%. Darfst du das 50-fache machen? Die Bank hat auf einmal für ein Konto nicht 5.000 Euro, sondern macht virtuell, hallo, grüß dich, bitte schön. Die macht virtuell aus den 5.000, nicht 50.000, sondern das 50-fache. 5.000 mal 50, kriegst du die Familie, ja. Passt schon, wunderbar. 5.000 mal 50, du bist es, 250.000 Euro.
So, ihr bevor 5000 Euro gehen, und wie viel macht Bank draus? Mit Knopfdruck? Wie viel kann es jetzt herholen? 250.000 Euro. Minus die Eigenkapitaleinlage. So, wie viel Zinsen kann man auf den Kredit draufschlagen? 8% oder mehr? Ja. Ja. Und so ist es einfach nicht so, der Wort Zins, das sind Sachen, die man leicht sperrt, der Wort Zins hat in allen Sprachgebrauch ein ganz spezielles Wort. Ja. Ganz spezielles Wort. Wir reden so über Mathematik, über Exponentialfunktion. Mhm. Du bist noch mittendrin. Exponentieller Zerfall, ja, dass man sagt, okay, die Inflation in Wirklichkeit ist ja für realistische Bewahrung. Ja? Aber wir schauen nach, wo das klären. Das klären wir am Tag, nicht mit dem 5. Tag klären uns das. Das gehört, wenn ich Wachstum M3 zum Beispiel hast. Ja, wisst ihr nicht, wo ich nachschauen soll. So, der Zins war in allen deutschen Sprachgebrauch hat ein Wort gehabt. Wisst ihr, könnt ihr hier nachschauen? Das Wort hat Wucher gefasst. Das ist so. Das kannst du in jedem deutschen Lexikon nachschauen. Das heißt, das irgendwann hat man das weg. Warum hat man das wegrevidiert? Was klingt besser? Wenn ein Kontoauszug steht, Wucher oder Zins? Zins. Klingt besser, oder? Das nennt man Neusprache, lauten Urweiler, wir sind 1984, gehen Sie nach meinem Mann nicht lesen. Dass mit diesem, haben wir das vertuscht, und was wirklich, warum wuchert das? Warum wuchert der Zinseszins? Wie wird denn der Zinseszins berechnet? Der Zinseszins. Zinseszins K von N ist gleich K null mal 1 plus P Kindertstil hoch N. Der Zinseszins. Wenn du jetzt einen Kredit aufnimmst und du zahlst 8% Zug, sage ich 8% Zinsen auf 20 Jahre, wie viel musst du dann zurückzahlen? Wir reden von exponentiell. Das Wachstum und Anwendungen praktisch. Das ist der Zinseszins. Der Zinseszins wächst wie? Das ganze Geldsystem ist nach dem Zinseszins unterworfen. Jede Bank berechnet den Zinseszins. Ja, es ist so, das ist ein Fakt. Aber wie wächst denn der Zinseszins? Was habe ich denn für eine Typenfunktion? Wie nennt man denn das Teil da? Das ist der A. Also. Wie nennen wir Tobi? Exponentielles Wachstum. Also der Zinseszins wächst exponentiell. So, und mit dem Schmäh hat der Rothschild damals ganz ähnlich an der Jucht, weil die Herrscher das nicht verstanden haben. So, wir denken oft linear, das ist unser Problem. Aber wirklich, der Zinseszins wächst exponentiell. So, ich habe jetzt zum Beispiel K, ich borge mir aus, sage jetzt einmal 100.000 Euro. Weil wir natürlich ein Haus bauen. Und ich habe einen Prozentsatz, sage ich, für 7,5%. So, und ich zahle jetzt das Ganze zurück, sage ich, in 20 Jahren. Typische Eisenbau. Wie viel zahle ich zurück? Was schätzt ihr ungefähr? Gefühl? Die Rechnung. Nur schätzt. Nein, nicht einmal also, rechnen. Also was schätzt von Gefühl? 8%? Zahle ich 8%? Durchschnittlicher Zins halt. Wie viel muss ich zurückzahlen? Schätzt einmal 200 oder 2? 200.000. Okay, du sagst 200.000. Du hast das schon verstanden. Du denkst schon exponentiell. So, wie lautet jetzt die Formel? Exponentielles Wachstum, K von N ist K0, was sieht es ein? 100.000 mal 1,075 hoch 20. Mal 1,075 hoch 20, bitte den Taschenrechner, K von N. 424.785. Aha, ist gleich 400? 24.785. 85, das ist schon voll unten, aber ich muss da hinten 785 und ein paar Zwetschle warten. So, wenn ihr Häusel- oder Bauerkredit aufnimmt, ja. Wie schaut mein Schuldenstand aus, wenn ich zum Beispiel jetzt nicht zurückzahlen kann? Schlecht. Genial, ne? Genial, ne? Genial. Es hat einmal politisch in Österreich, die IBG schon lange nicht mehr wollen, und hat nach einer Wahl, da war sein Partei, da fahren wir recht weit vorn, hat er gesagt, er über das geredet, das ist hochinteressant, wenn man sich YouTube anschaut, und zufällig später hat er einen tödlichen Unfall gehabt. Und genau über das geht, über das mafiöse System. So nach der Wirtschaftskrise. Das ist eigentlich Mathematik, das sind Exponentialfunktionen, so den sind Exponentialfunktionen da.
Das sage ich, bin ich dämpert, lasse ich mich so über so haben. Ja. Das ist ein exponentielles Wachstum. Und dann ist die Frage natürlich so. Dann frage ich mich natürlich auch, das heißt, wenn ich natürlich mit jedem Euro, was die Bank fordert, blähe ich das Geldsystem auf. Die Bank kann mehr holen. Und somit bin ich genauso im Fertigkeitspreis. Darum habe ich für Sparbuch eine Lebensversicherung. Ja. Weil ich von der Mathematik was verstehe. Okay, eine andere Sache zum Abschluss. Ich habe da die Schulden, die Staatsschulden und die Zeit. So, in jedem Nationalstaat fast schaut das so aus. Warum schaut das so aus? Wenn sich die Kramme anschaut, Staatsschulden Österreich, gibt es einen Schuldenzähler, natürlich schaut das oft so aus oder wie immer. Aber warum schaut das genauso aus? Nach welcher Typusfunktion schaut das aus? Warum? Genau, weil der Zinseszins wird nach exponentiellem Wachstum berechnet. Und indem immer wieder neue Kredite gezahlt werden, es wird nichts zurückgezahlt, sondern immer wieder neu refinanziert, wo enden dann die Schulden? Genau, das heißt, irgendwann, was heißt das? Was ist, wenn ich zu viele Schulden habe, aber ich habe nicht mehr die Verbindlichkeiten? Was passiert dann? Ich gebe pleite. Was ist, wenn das im Staat passiert? Dann hat der Staat gepleite. Was macht dann die Schuldner? Das heißt, wer bürgt, ist das Lehners Knecht. Also ich habe jetzt mir einen Kredit ausgebucht für die Bank und ich habe ein Auto aus Pound und ich kann nicht mehr zurückzahlen. Was macht die Bank? Was macht die Bank mit meinem Auto? Ich bin der Staat und ich bin vollkommen blank. Ja? Was passiert dann mit dem Staat an seinen Geldgeber? Mit dem Kärtner und der Staat? Dem Geldgeber. Genau, so ist es. So ist es. Es ist so, dass jeder Nationalstaat ist so programmiert, er wird blank gehen. Bankrott gehen. Ist so. Das ist Mathematik. Das ist Philosophie, weil das Zinssystem so berechnet wird. Ja, das ist nur ein kleiner Ausflug, sage ich jetzt einmal, inwieweit dann die Mathematik über gesellschaftspolitische Form auf. Kannst du nur erinnern, Paul? Pythagoras? Ja. Damals, vor über 2000 Jahren, hat es einen Schüler gegeben und der hat quasi bewiesen, dass Wurzel zwar keine natürliche Zahl ist, sondern eine, zu welcher Zahl in Gruppen gehört das Teil? Irrational. Und was haben sie mit einem Schüler, wollte es natürlich offen machen. Publik machen, hat sich voll gefreut, eine super wissenschaftliche Erkenntnis hat gemacht. Was haben sie mit dem gemacht? Dass das nicht bekannt wird? Genau. Das heißt, es hat dann die Anhänger von Pythagoras nicht gepasst, dass ein Schüler mit einer reichen Kenntnis rauskommt, sondern jetzt weiß und mittlerweile, dass es trotzdem irrationale Zahl ist, sondern sogar für mathematische Wahrheiten gedeutet. Ja, ist ein kleiner Ausflug zum exponentiellen Wachstum, zum exponentiellen Zerfall. Ganz einfach, wenn der wer sagt, ja, ich habe eine Lebensversicherung für die, in 27 Jahren kriegst du das Doppelte, dann rechnet er bitte mit dem Zinssatz aus. Und die Leute früher, die haben das einfach so gemacht, so jetzt damit Geld, so den normalen Tauschmittel, so wie den realen Wert haben, dann haben die geschaut, okay, dass sie einfach von früher was generell so, wo es eigentlich das Papiergeld noch nicht gegeben hat, das man natürlich unendlich vermehren kann, das Münzgeld, man so dann Sinn, weil so bist Gold oder Silber hast du nicht vermehren können. Ja? Das heißt, so viel Geld, so viel Goldtokarten, was da waren, solange wir es gekriegt werden können. Und wenn die Goldtokarten blank waren, was hast du machen müssen? Ja, natürlich hast du dann keinen Krieg mehr führen können. Und du nichts mehr zu essen kaufen. Gut, letztes Thema, das war jetzt nur ein kurzer Ausflug zu dem Thema Inflation. Und wie gesagt, Geldmengen, Wachstum, Staatsschulden. Das Ganze ist hochinteressant und hochbrisant. Und wenn wir natürlich, wir denken linear, oder auch die Inflation, wenn ich einen kleinen Zeitraum, ein kleines Fenster anschaue, ist das nicht viel. Auf 5 Jahren 8% oder 7,5% Verzinsung, auf 5 Jahren ist das viel. Aber wenn ich die Zeitachsen erhöhe, dann explodiert das auf einmal. Ja. Stellt euch vor, ich habe denselben Kreidel, aber ich zahle jetzt nicht quasi in 20 Jahren zurück, sondern in 30 Jahren. Denselben Kreidel von 100.000, aber ich kann jetzt in den 20 und in 30 Jahren. Darum ist die Gefahr für die Rentenzahlungen auch so. Da wird K von 30.
100.000. Natürlich, in Wirklichkeit geht es da um die Rentenrechnung. Sparen wir es jetzt? 1,0. Was kriegst du dafür zahl bitte? 875.000. 875.000, die paar Rente, die zu quetscht werden. So, nach 30 Jahren habe ich quasi meinen Schuldenstand verachtfacht. Und so weiter. Und so weiter. Wenn ihr zum Beispiel anschaut, Staatsschulden in den USA, da gehen wir überall dasselbe exponentielle Wachstum. Der Zinseszins. Okay, ein kargliches Glück. Aber der zahlt natürlich Wucher. Dankeschön, oder? Kommen Sie zu uns, zur Kapitalwucherbank. Sie bekommen aus Ihrer Sparanlage 1% Wucher. Dann nehmt ihr die. Zinsen sollten nicht beschweren. Kennt Sie nachher, kriegt man was. Wunderbar. Ja, das ist einfach das System. Gut, machst du bitte Stopp? Danke. So. Wunderbar.